6. Februar 2023. Ja, ein ganz großer in der Branche ist natürlich Streif. Und hier stehen wir vor einem richtig tollen Musterhaus von Streif. Hier ist der Achim. Ich grüße dich, Achim. Hallo, grüß dich. Ja, hier haben wir ein relativ großes Haus, muss man sagen. Es geht auch ein bisschen kleiner. Ihr wolltet natürlich bei dem Haus mal so ein bisschen beweisen, was alles so geht bei Streif, oder? Ja, wunderbar. Das muss man ja zeigen können, was alles gibt, welche Möglichkeiten da sind. Von klein bis groß wird alles frei gestaltet. Es gibt keine Vorgaben, wie man bauen muss, sondern es wird einfach nach einem Kundenwunsch wird das Ganze erstellt, geplant, konzipiert und innerhalb 4 Monaten aufgebaut. 4 Monate? Ja, genau. Wie viel Quadratmeter hat das Gebäude hier? Dieses Gebäude hat unten 140, oben 90. Das ist halt modular aufgebaut, sodass man eben für seine eigenen Wünsche das individuell gestalten kann. Das Geniale ist, ihr seid direkt am Eingang. Das heißt, die Leute fallen entweder am Anfang oder am Schluss rein. Kommen nicht vorbei. Oft ist so, dass sie, wenn sie am Anfang zu uns kommen, dass sie gerne nochmal kommen, weil sie sagen, es wäre das schönste Haus am Platz. Gut, das werden wir gleich sehen. Ich habe schon mal reingeguckt, muss ich sagen. Es gibt schöne Häuser hier, aber es gibt auch viele Häuser, die schon ein bisschen älter sind, muss man sagen. Das ist so, man kann nicht jedes Jahr ein neues Haus bauen und abreißen, oder? Nee, ist schwierig. Ja. Das vorher stand eins, das war 30 Jahre alt, ist wieder abgebaut worden, hat jemand gekauft, baut es für sich wieder auf. Wir wollten halt aber zeigen, was in neuen Häusern alles möglich ist, was wir tun können. Vor allen Dingen Jalousien, neueste Technik, neueste Dämmtechnik. Das Haus ist NH-zertifiziert, das heißt mit einer Nachhaltigkeitsklasse versehen. Das heißt, sie kriegen entsprechende Förderungen sind möglich, sodass sie auch zukünftig viel von ihrem Haus haben oder auch wenig dafür bezahlen. Was beinhaltet das Ganze dann, also wenn es NH-zertifiziert ist? NH-zertifiziert bedeutet, dass sie ein sehr energieeffizientes Haus haben. Das heißt, dass alle Materialien, die verwendet wurden, nachhaltig produziert bzw. hergestellt oder erzeugt werden. Und dass sie eben den Vorteil haben, dass sie quasi ein Null-Energie-Haus haben. Das heißt, für Warmwasser und Heizung müssen sie keine fremde Energie einkaufen. Okay. Das ist aber ganz neu, Achim. Das kam jetzt gerade erst die Tage auf den Plan, dass das gefördert wird. Habt ihr da mehr gewusst als die anderen? Das kann ich nicht behaupten, aber natürlich hat man immer ein Ohr am Markt auf jeden Fall und man arbeitet ja immer im Kundeninteressen auch natürlich, weil kann man ja nur ein Haus bauen, wenn die Kunden auch das Geld dafür aufbringen können. Das hier ist ja jetzt eines der teureren Häuser, die hier stehen. Wo sind wir jetzt ungefähr bei dem Preis? Ja, oder würdest du gar nicht sagen? Nee, überhaupt nicht, würde ich überhaupt nicht sagen. Also Streif ist eher ein Hersteller, der sich im mittleren Preissegment bewegt. Also sehr gute Qualität für einen akzeptablen Preis. Und vor allen Dingen, der Vorteil ist, sie haben eine ganz hohe Flexibilität. Das heißt, es gibt keine Kataloghäuser, es gibt keine Vorgaben. Wenn wir anfangen zu planen oder zu gestalten, dann geht es mit einem weißen Blatt los. Das heißt, sie sagen, wo möchten sie eintreten, wo möchten sie frühstücken oder am Abend grillen. Ja, wie läuft die Sonne ums Haus, wie passt zum Grundstück. All das kann mit einem Streifhaus sehr effizient und sehr kostensparsam realisiert werden. Und alle Häuser sind jetzt, die ihr neu baut, sind NH-zertifiziert dann, oder wie? Nicht automatisch, nicht, okay. Aber sag mal, die Grundlage für ein NH zu zertifizierendes Haus ist, dass sie ein KfW 40 Plus Haus bauen, also nach den Kriterien der Energieeffizienzklasse KfW 40 Plus, was wie vorhin schon gesagt bedeutet, dass sie eben keine fremde Energie einkaufen für Warmwasser und Heizung. Okay, das heißt, ich speichere zum Beispiel die Sonnenenergie. Oder wie funktioniert das? Genau, man speichert die Sonnenenergie im Batteriespeicher. Falls wir nachher in den Technikraum gehen, zeige ich Ihnen das gerne, wie das funktionieren könnte. Aber es ist an kein bestimmtes Heizungssystem gebunden. Also man kann da trotzdem noch wählen zwischen verschiedenen, oder? Genau, es gibt verschiedene Optionen, wie man ein Haus beheizen kann. Entweder über die Luft oder über eine Fußbodenheizung, also mit warmem Wasser geführt. Das ist immer frei definierbar. Nochmal, ich brauche keine Energie, um dieses Haus zu heizen. Jetzt, es wird ja mal wärmer. Du brauchst schon Energie. Genau, es wird ja auch immer wärmer. Das Problem ist, man kann auch kühlen oder geht das auch? Genau, das ist ja, eine Wärmepumpe funktioniert, sagen wir mal banal gesagt, wie ein Kühlschrank. Das heißt, aus warmer Luft wird kühle gemacht oder aus kühler Luft wird warme Luft gemacht. Das sind die gleichen Prinzipien, werden da angewendet. So, jetzt habe ich hier so einen Spot, da könnte ich mich ganz verstecken, zum Beispiel auf dem Grundriss, wenn ich das möchte. Das könnt ihr aber planen, wie der Kunde es will. Also wenn ihr jetzt sagt, zum Beispiel, ich will jetzt hier die Terrasse haben oder auf der anderen Seite, das ist egal. So ist es. Das Haus ist so gestaltet, dass man theoretisch eine Einliegerwohnung neben dem Haus hat. Das heißt, hat hier quasi der
Mieter oder der Nebennutzer hat hier die Möglichkeit, auf der Terrasse zu sitzen, während wir auf der anderen Seite noch eine Hauptterrasse haben. Ah, ich verstehe. So, das ist natürlich ganz wichtig. Sollte ich die mal verkaufen, so eine Einliegerwohnung, ist so eine, sag mal, so ein ganz kleines Gadget natürlich bares Geld wert, oder? Später. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall kein Nachteil. Ich meine, Grund und Boden ist schon immer, Grund und Boden war schon immer eine gute Anlageoption. Eine gute Anlage, ja. Auch in den letzten Jahren. Jetzt muss man merken, die Zinsen sind ja noch nicht auf dem höchsten Niveau, das wir jemals kannten. Ja, es ist ja noch einigermaßen bezahlbar. Trotzdem zwischen 1% und ich sag mal 5%. Ist das schon zu merken bei den Leuten? Na gut, das, sag mal, die Menschen, die das möglich haben oder die Möglichkeiten haben zu bauen, das ist schon weniger geworden. Ja? Ich meine, das Budget ist nicht bei jedem so riesig und wir sehen das auch und versuchen eben mit Aktionen oder anderen Dingen, die wir jetzt initiiert haben, auf diesen Markt zu reagieren und für unsere Kunden das zu ermöglichen. Und man merkt auch, dass der Markt wieder aktiver wird. Sehr schön, das heißt ein bisschen rühriger. Wir wollten, haben es auch gemerkt, haben überlegt, wir sprechen mal mit den Profis aus der Branche, sind natürlich nach Mannheim gefahren, auf dem Maimarktgelände. Das gibt schon ewig hier, das Zentrum, oder? Das gibt schon über 40 Jahre, so ist es ja. Und wir hatten ja auch vorher ein Haus, das schon 30 Jahre stand. Und wir wollten jetzt halt mal was Neues bauen. Ist das ganz neu gebaut? Das ist im Oktober, ist es jetzt eröffnet worden. Nee. Ja, das heißt brandneu. Unverbraucht sozusagen. Und wir können da jetzt im Prinzip alles sehen, was so an neuester Technik gibt, oder? Alles kann alles. Ich Ihnen zeigen. Smart Home, alles. Ja. Wir haben ein bisschen Zeit mitgebracht. Also die Haustür, die muss natürlich auch, ich sag mal, entsprechend wärmeisoliert gedämmt sein. Sogar der Briefschlitz, habe ich gemerkt, der ist jetzt keiner drin. Nee. Aber auch der muss. Den persönlich, den Postboten. Es ist eine schöne Tür, hier zeige ich es mal gerade. Die hat ein paar Funktionen. Was kann die alles elektrisch schließen? Die ist elektrisch verschließbar, genau. Das ist ein motorengesteuertes Verschließsystem. Und die ist halt super gedämmt, die ist mehrschichtig aufgebaut. Das von der Firma Kera verwenden wir ein sehr hochwertiges Produkt. Auch modular gestaltbar, wie es aussehen soll. Farblich in jeder Farbe, die man sich vorstellen kann, gibt es die. Die hält lange. Die sowieso hält, ja. Ja. So, ich gehe mal kurz hier rein. Fußboden, all das ist wählbar. Ich kann alles wählen. Ich kann also sagen, wie die Fliesen jetzt hier sind, hier draußen, wie die Beschichtung ist hier draußen. Kann ich das wählen? Genau, Sie haben ein Farbsegment, das ist von der Firma Stoh, verwenden wir. Also wir verwenden rein deutsche Produkte. Das heißt, Sie haben dann einen Farbfächer von 300, 400 Farben und Sie wählen einfach die Farbe aus, die Ihnen gefällt. Na toll. So, und das heißt, die Qual der Wahl wird immer schlimmer. Ja, ja. Da kommst du ans Spiel. Das heißt, du kannst schon so ein paar Sachen zeigen. Ja, ich versuche zu helfen, nur bei der Farbe halte ich mich natürlich raus. Das ist die große Verantwortung. Es ist ganz offen hier drin, das spielt ja eigentlich auch keine Rolle, weil die Heizkosten sind ja inklusive hier, habe ich gelernt, oder? Genau, sozusagen, ja. Also es ist so, dass die Heizkosten ja nicht entstehen und die Offenheit spielt auch keine Rolle, weil wir immer nur die Raumluft erwärmen. Wir müssen ja keine Wände erwärmen, keine Fenster. Wir verlieren ja die Luft auch nicht, weil wir eine kontrollierte B- und Entlüftung haben. Und das wesentliche Element bei der Energieeffizienz ist ja die Wärmerückgewinnung und das hat man ja hier. Ach, jetzt habe ich verstanden. Die normalen Häuser sind kalt an den Wänden oder kälter als die Innentemperatur, die muss man mit beheizen und hier nicht. Hier nicht, genau. Aha, das ist gut erkannt. Das ist auch neues Learning, oder? Ja, nee, das ist ja für mich auch neu. Du, die Lernkurve, ich habe es ja schon erwähnt, ist unter anderem in der Gebäudehöhe. Wenn du mal kurz reingehst, Simone, und mal gerade die Arme hochmachst, wie beim Wohnmobil, da sieht man, das ist eine ordentliche Deckenhöhe. Genau, das ist jetzt hier die Besonderheit. Wir haben uns entschieden, hier eine höhere Decke zu zeigen und höhere Türen auch darzustellen. Die Menschen werden ja auch immer größer. Ja, aber so groß jetzt auch nicht, oder? Ja gut, aber das ist einfach ein anderes Raumempfinden hat man da. Man empfindet den Raum an sich auch von der Grundfläche her größer, wenn man einen höheren Raum hat. Und von der Beheizung her spielt es auch keine Rolle. Das ist ein bisschen mehr Luftvolumen, das man dafür aufwenden muss. Aber das erhöht nicht die Heizlast. Aber das heißt, mit diesem ganzen System darf ich keine Fenster mehr aufmachen, oder doch? Sie haben ja gesehen, wir machen Türen auf, wir haben an allen Fenstern haben wir Griffe, die das individuell bestimmbar. Nur Sie werden nicht mehr das Gefühl haben, die Tür aufzumachen. Weil es wird nicht stickig, oder? Genau, das in einem sozusagen. Genau, weil in Ihrem Steinhaus, da sind Sie der Indikator, oh, jetzt wird es stickig, jetzt brauche ich ein bisschen frische Luft, dann machen Sie das Fenster auf. Ja? Das müssen Sie ja gar nicht. Sie haben gar nicht das Gefühl, dass Sie frische Luft brauchen, weil Sie ja alle halbe Stunde die Luft sowieso ausgetauscht wird. Ich gehe mal kurz in die Ecke, das ist eine schöne Ecke. Das ist praktisch die Garderobe, die ja an Großzügigkeit kaum zu überbieten ist, denn das ist ordentlich, oder?
Das ist wunderbar. Vor allen Dingen ist es schön versteckt. Da hat man Platz eben für Kinderwagen oder für andere Dinge oder für Schuhschränke. Das ist einfach gleich mal am Anfang, dass man das direkt sich seine Jacken oder Schuhe... Ja, die Simone. Ist auch schön warm hier drin. Das ist so. Und das hier, das bestimme ich auch die Tapete, oder bei euch? Das ist natürlich auch ein Gestaltungselement, das man so wählen kann. Da hat sich unsere Innenarchitektin dafür stark gemacht, dass wir solche Elemente, haben wir oben noch zweimal, dass wir solche Elemente mit aufnehmen, um zu zeigen, was ist denn alles möglich. Die Familien, die kommen, die bauen ja in der Regel einmal im Leben und das heißt, die beschäftigen sich nur einmal mit diesem Thema und da muss man ja schon Ideen geben, ja, zum einen, aber nichts vorgeben. Sozusagen. Ja, weil man halt auch nicht sich 10 Jahre damit beschäftigt, sondern man will ja dann relativ schnell in die Umsetzung kommen. Muss ja in 1-2 Jahren soll das erledigt sein. Genau. Ja, und dann. Was ist das hier? Das ist ein Thermostat, jeder Raum ist individuell temperierbar und dadurch gibt es in jedem Raum eben entsprechend Thermostate. Das ganze Belüftungssystem und so weiter, du hast ja jetzt gesagt, das ist jetzt bei euch halt so in dem Fertighaus, aber könnte ich das theoretisch auch in einem gemauerten Haus machen oder geht das überhaupt gar nicht? Technisch ist es auf jeden Fall möglich, ja, aber der Aufwand wäre viel zu groß, okay, und sie hätten ja nicht das gut gedämmte Haus dann, aha, dass sie einen Vorteil für dieses System hätten. Okay. Ja? Also das ist ja das große Problem. Bei den Luftwärmepumpen, die man hat, dass die Leute sich beschweren, dass sie so viel Strom verbrauchen, weil das Haus das Falsche ist. Sozusagen, ja. Das heißt also, sie haben ja dann viele Undichtigkeiten im gemauerten Haus und hier haben sie ja ein System, da wird ja im Werk werden ja die wichtigen Stellen hergestellt, auf 1/10 Millimeter genau. Diese Fehlerquellen, die sie auf Baustellen haben, wo alles dann zusammengefügt wird, die haben sie in so einem Fertighaus nicht. Ja, klar. Das wird halt im Werk zertifiziert vorgefertigt. Ja, die CNC macht es möglich und das ist bei euch ja wahrscheinlich überall so Oberfräsen, keine Ahnung, was da alles gemacht wird. Die werden jetzt wo gebaut? Hier in Deutschland? Ja, genau, im Stammwerk in Weinsheim, das ist in der Eifel in der Nähe von Trier, Bitburg kennt man vielleicht in der Ecke. Und dort werden für Deutschland, Österreich, Luxemburg, werden dort alle Häuser produziert, die von Schreif gebaut werden. Wir bauen auch bundeseinheitlich überall für den gleichen Preis. Und die Lieferzeit vom Haus her? Die Lieferzeit vom Haus, das ist, sag mal, von Bestellung, von Vertragsunterschrift bis Hauslieferung, bis Einzug sind 16 Monate. Das ist auch ein Punkt, wo wir eine Festpreisgarantie geben. Das heißt, Sie wissen von Anfang an, was Ihr Haus am Ende kosten wird, sodass Sie auch ganz sicher Ihre Finanzplanung haben und kein Risiko eingehen. Boah, wie fett. Das ist, also ihr habt ein ganz offenes Raumkonzept und das, ihr habt natürlich das Neueste vom Neuesten, schwarze Oberflächen matt in der Küche. Die wirst du hier wahrscheinlich auch nicht sehen zunächst, klar, weil die Trends, die sind jetzt noch nicht so alt. Natur als Optik hier mit drin, in Verbindung mit schwarz matt. Mhm. Ja. Richtig schick. Die gute alte Blankospüle. Du musst halt ein bisschen spülen. Ja. Also das ist auch der Nachteil. Es gibt hier bei den Oberflächen immer so ein Schwämmchen normalerweise dabei. Mit dem kann man Sachen abrubbeln. Ich habe nämlich genau sowas vor 5 Jahren gekauft. Doch, sehr. Aber es ist, ist so, du siehst halt auf schwarz alles. Ja, das ist klar. Aber die muss ja nicht schwarz sein. Gerne, aber das ist so ein bisschen Anti-Print oder Anti-Touch. So, das hat so ein bisschen was dabei, aber man muss trotzdem immer ein bisschen nacharbeiten. Und du darfst das, da gibt es auch eine Behandlungs-, also ich sag mal so, das müsst ihr euch gut überlegen, ja. Wenn ihr schwarz matt kauft, dann darf man zum Beispiel nicht polieren drauf, ja. Das sind so Sachen. Ja, aber es geht nicht raus, das muss man drehen. Ah. Es gibt verschiedene Systeme, wie man das lösen kann. Ich kenne es nur vom Wohnmobil, wo man draufdrückt, dann kommt die Leiter. So, ich spiele zwar nichts zur Sache in diese Küche, aber hier sieht man natürlich, du hast einen integrierten Dunstabzug. Das ist natürlich für die Optik viel schöner. Du hast keinen Dunstabzug, der irgendwie drüber hängt. Die Designer haben sich ja ausgetobt. Also es ist ein wunderschönes Haus. Also ich glaube schon, dass das, was du gesagt hast, stimmt. Dass Leute hier reinkommen und sagen, das ist das Schönste. Aber es macht auch die Optik. Also ich denke, wenn du sowas hier zeigst, du hast eben noch erwähnt, ihr baut nicht für verschiedene Länder verschiedene Preise. Also zum Beispiel in Luxemburg ist der Markt ja ein bisschen höher. Mhm. Also von den Immobilien her, da zahlt der Kunde den gleichen Preis wie in Trier. So ist meine Erfahrung, ja. Wobei ich hier, ist ja alles regional, sag mal, die Betreuung ist regional. In Luxemburg haben wir wieder natürlich andere Verkäufer, die die Kunden dort betreuen. Ich verstehe. Ja, da ist die Spülmaschine übrigens drin. Die Küche könnt ihr auf Wunsch mitliefern? Auf Wunsch gerne, ja. Mhm.
So, wenn also einer sagt, das Ensemble, wie es hier ist, das kam noch nicht vor. Oder dass einer gesagt hat, hier, das gefällt mir so gut, das könnt ihr mir gerade einmal bauen. Bitte? Doch, doch. Aber es geht halt immer darum, wo setzt er dann die Unterschrift? Wo setzt er die Unterschrift? Das habe ich zwar jetzt nicht ganz das verstanden. Das ist mein Lieblingsplatz hier. Ja. Der hier, warte, ich zeige das mal. Die Frage ist, wie oft, wenn der Nachbar dich nicht mag, soll er weggucken? Ja, es kommt halt drauf an, zu welcher Seite das dann hin ist. Ne? Also es ist wunderschön, wirklich. Ja. Ich bin freut mich, wenn es Ihnen gefällt. Achim. Ja. Das ist. Und der dir gefällt. Danke. Ja, ich fühle mich so alt. Wir hatten kurz vor dem Interview hatten wir vereinbart, dass wir uns duzen, aber das ist so wahrscheinlich drin bei dir, oder? Ja, das ist ja klar. Wenn ich hier bin, bin ich halt in meinem schönen Musterhaus. Würde ja gern einziehen, aber geht halt nicht. Ist nicht erlaubt. Ja, ist wirklich toll. Wir haben ja hinten auch noch schöne Bereiche. Du hast das Glück, ein nagelneues Musterhaus zu haben. Die Kollegen, die müssen dich da hassen in Deutschland, oder? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das Neid ist okay, ne? Aber Missgunst ja nicht. Ne? Nee, das war Spaß. Aber ich sag mal, die Leute fahren ja von A nach B. Also die Kollegen empfehlen dich ja auch. Die sagen zum Beispiel, hier, bitte mal fahren nach Mannheim, da haben wir ein ganz neues stehen. Da könnt ihr euch das mal angucken, oder? Genau, das haben wir sehr häufig. Und zwar gerade am Samstag hat mich jetzt eine Familie aus München angerufen, die unbedingt das Haus sehen wollen. Dann habe ich gesagt, ja, sie fahren ja 3,5 Stunden, einfache Wegstrecke. Ja, wir müssen unbedingt hierher kommen. Und das haben die auch gemacht. Um 3 Uhr standen die nachmittags da und haben sich das Haus angeschaut. Wenn du mal gerade so lieb bist, mit mir mitkommst. Ja. Wir müssen mal gerade die Tiefe des Raums zeigen. Deswegen musst du weg. Und die Simone muss mal gerade hier... So, das ist unglaublich, wenn du hier ganz hinten stehst und mal hier durchguckst, durch mein Objektiv durch. Guck mal hier durch auf den Bildschirm. Mhm. Das ist schon krass, oder? Ja, ich sitze halt. Oh. Da war ein Magnet übrigens dran mit dem Schild. Ich zeig das mal gerade. Ihr habt überall die Grundfläche drauf gemacht. Und ihr habt mir die Küche mit 20,26. Küche und Wohnbereich zusammen, was haben wir hier? Knapp 60 Quadratmeter haben wir. 60? 60, ja. Das merkst du aber auch. Ja, das ist sehr schön. Also man hat halt das weitläufig und schön breit gemacht, ja, und Licht durchflutet. Das war halt der wesentliche Punkt, weil das ist Südseite hier in dem Fall und da kommt natürlich das meiste Licht. Simone, ich brauche dich mal gerade bei mir, bitte, wenn du mal zu mir kommst. Das hier wird das Startfoto. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Es hat so viel schöne... Mhm. Habt ihr das ordentlich dokumentiert schon im Netz, das Haus? Ja, es gibt schon... verschiedene Profile oder beziehungsweise Plattformen, die das schon gezeigt haben. Kennen, wenn man das sagen darf, Hausbauhelden zum Beispiel. Ja, ganz tolle Webseite, ja. Ja, genau, ja. Die haben das schon mit aufgenommen. Letzt hatten wir sogar einen Dreh mit dem Deutschen Roten Kreuz und Bühlen-Jayland. Die haben hier auch ein paar Spots gedreht. Ach, doch, ohne, ich kann euch Bilder zeigen, kein Thema. Ja, glaube ich dir. Ja. Die nutzen dann einfach hier das Haus und irgendwelche anderen genau, Sachen. Genau, die haben das halt benutzt. Die hatten halt einen Dreh, so einen Werbedreh für Mitarbeiterwerbung und der Bühlen hat das dann gemacht. Du hast ein Set hier quasi, wenn du lieb bist, mit Streifen sprichst, Montag, Dienstag ist hier zu. Oder macht ihr Kundentermine Montag, Dienstag? Machen wir auch, aber wenn wir wissen, so eine Veranstaltung ist oder es wäre möglich. Cool, das ist ja besser, wie hier so ein Studio zu mieten. Ich bin selbst Model, deswegen denke ich da. Gerade drüber nach. Wohnen, Essen, so, das haben wir soweit geklärt. Hier vorne ist ein kleiner Erker, aber da sagst du, das kann ich mir wählen, wie ich das gerne hätte. Kann das machen. Also hier ist auch die Couch, ist ganz nett. Also, das bedeutet, man kann das Ensemble, wenn ich jetzt sage, ich fange bei Null an, bin jetzt hier Filmstar, hätte gern einmal das Haus einmal kopiert. Würde gehen? Jederzeit. Wir stellen das überall hin. 1:1 und noch größer. So. Das hier dachte ich mir jetzt wäre eine Dachluke, aber nein, die würde ja, ich sag mal, von oben hätte ja viele Nachteile. Das hier ist ein Effekt wie eine Dachluke von der Seite. Ja, das ist ein riesiger Erker, eine Empore oder wir nennen das Galerie, das Ganze. Ja, das macht halt eben das Licht, das Licht. Aber hier, ah, hier ist offen auf der Seite. Ja, hier ist offen. Boah, ist das ein schönes Haus. Oben ist auch schön, kann man ringsrum laufen, kann ich Ihnen ja dann auch noch. Was mich jetzt auch interessieren würde, ist es so, dass, also ich meine, das ist jetzt so designtechnisch ausgestattet hier und so weiter. Findest du? Ja, haha. Nein, ich finde es ist up to date, also es ist nicht überdesigned. Nein, ich meine, es ist so hochwertig hier drin, alles gemacht und so weiter und viele legen ja eher Wert nicht auf die Einrichtung, weil da geht es ja eigentlich gar nicht drum, sondern um das Drumherum, aber merkst du, dass dann die Kunden trotzdem auch mehr begeistert vom Haus dann automatisch sind, also...
Ja, ich denke, so Wohnen ist ja ein Gesamtarrangement. Ja. Ne? Wie hat man Licht, wie hat man Fläche, wie hat man Volumen, wie fühlt man sich wohl, was macht behaglich. Ja. Am Anfang hatten wir noch keine Stores oder wie nennt man es, Vorhänge, sage ich mal. Und dann war das doch relativ kühl, hat dadurch auch größer gewirkt. Ja. Aber durch die Stores ist es gemütlicher geworden. Also du hast schon das Gefühl, dass die Leute das Gesamtkonzept kaufen und nicht nur halt, die Räume sind jetzt gut oder so, sondern es genau, also es spielt immer eine Gesamt, insgesamt auch die Verkäufer spielen auch eine Rolle. Also das ist immer ein Gesamtpaket. Ja. Also man muss ja, ich denke, wenn Menschen so viel Geld ausgeben, dann wollen sie ja Vertrauen haben können. Ja. Und das ist der wesentliche Punkt, dass man eben Vertrauen hat. So, hier vorne ist ein wichtiger Raum. Ich nehme an, da steht Technik. Nee, ist da. Steht da, werden wir gleich sehen. Also hier. Das ist unser, und wir, überall brauchen wir eine Rumpelkammer. Ja. Und dann zeige ich Ihnen mal unsere Rumpelkammer. Gut, das aber ist die Speisekammer klassisch. Ich brauche ja so einen Raum. Also das ist ja ganz wichtig. Man darf sie nicht vergessen. Was mache ich denn mit den E-Bikes? Wo kommen die denn hin? Die E-Bikes, die würden hier Platz finden oder in anderen Räumen. Drüben haben wir ja noch einen schönen Raum, wo man Spaß haben kann. Man könnte allerdings auch draußen eine kleine Garage bauen oder sowas, ein Carport oder ich sag mal, machen viele, nehme ich an. Ja. Weil es fehlt ja der Keller hier, man macht keinen Keller. Genau. Das war ja ein bisschen auch die Idee von dem Anbau, den wir jetzt hier drüben sehen. Entweder wird es eine Einliegerwohnung oder vielleicht könnte es auch eine angebaute Garage sein, wo ich dann direkt eben Zugang hätte zum Technikraum zum Beispiel. Wie geil ist das denn? Ihr habt wirklich das Neueste vom Neuesten verbaut. Ja, das muss man ja heutzutage. Man muss mit der Zeit gehen und auch das Energieeffizienteste zeigen, was möglich ist. Ja. So, zeig mal, hier vorne ist das Label A+. Das Ganze, das ist eine Luft, Wasser, Luft. Luft. In diesem Haus haben wir uns dafür entschieden. Wir können natürlich auch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe bauen, wobei sie hier haben sie jetzt die 300 Liter warmen Wasser. Dann haben wir da die... Warte mal, ganz kurz, das ist die, da ist der Kompressor, oder? Genau, das ist die Wärmepumpe. Mhm. Ja, die tauscht eben die Luft aus, beziehungsweise erwärmt die Luft entsprechend und führt sie über die einzelnen Kanäle einzeln zu den Räumen. Und die läuft gerade? Die läuft, ja. Das ist sie so leise? Ja, also sehr leise. Also wenn wir die Tür zumachen, hört man ja aber nichts. So, da vorne ist der EDV. Eine Einliegerwohnung hier, ne? Das könnte, oder könnte man so gestalten. Also wir haben das für uns halt ein bisschen anders gestaltet. Ja, okay. Das heißt, wir haben hier den Wechselrichter. Solar, oder? Für Solar. Wir haben den Batteriespeicher, wir haben den Zählerschrank. Und wenn wir dann rumschwenken, dann steht hier, wo der Drucker ist, würde normalerweise Waschmaschine und Trockner hinpassen. Ja. Und das heißt, in diesen 8 Quadratmetern haben wir die gesamte Technik untergebracht und finden so nach gar Platz für irgendwelche andere Dinge. Elektro, die rechte Seite. So, das ist der Zählerschrank. EDV habt ihr oben reingebaut? Haben wir halt. Aber ist er so? So, dann das da vorne ist Solar oder was ist das hier? Oder ein Rückspeisegerät? Wechselrichter. Man muss ja das in Wechselstrom umwandeln. Okay. Den Gleichstrom von der PV-Anlage, die auf dem Dach oben ist. Und da ist ein Puffer? Und das ist der Batteriespeicher von der PV-Anlage. Okay, das heißt, wenn man den entsprechend hochskalieren würde, könnte man sogar autark überbrücken. Das heißt, bei Stromausfall theoretisch? Theoretisch, aber da gibt es wieder andere Experten dafür, die das besser. Aber das ist das System, mit dem ich die Förderung kriege. Das heißt, damit generiere ich quasi tagsüber, sammle ich oder die Energie, die ich dann abends zum Beispiel verheize. Nee, die Förderung gibt es nicht alleine nur wegen dem Batteriespeicher, sondern es ist immer ein Gesamtkonzept. Es muss also das Haus funktionieren, es muss die Dichtigkeit da sein, es muss die hocheffiziente Dämmung da sein. Das sind alles ein Gesamtpaket. Muss das, ich kann mir das vorstellen, wie viel Speicher, also jetzt mal in, was weiß ich, ich kenne mich ja mit den Zahlen nicht so aus, aber wie lange kann ich Fernsehen schauen bis... Das kann ich so selber auch nicht, weil ich nicht mal weiß, was die Fernseher heute verbrauchen. Ja? Okay, dann, aber sag mal, so ein Haus braucht nur ungefähr ein Zehntel Energie eines normalen... Ein Zehntel? Ein Zehntel, ja. 10%. 10%, ja. Also ein normales Einfamilienhaus von Streif braucht vielleicht ungefähr 3000 Kilowattstunden und ein gemauertes Haus braucht wahrscheinlich 30.000 Kilowattstunden. Also die zehnfache Energiemenge. Und wir erzeugen eben mit unserer Photovoltaikanlage die Energiemenge, die ein Haus braucht. Das wird ja auch
ja immer individuell berechnet, weil sie müssen ja immer die Sonneneinstrahlung und alles berücksichtigen. Also es kann ja sein, dass ich noch ein bisschen was zuführen muss, je nachdem, wo das Haus ist oder ob jetzt Sonne scheint oder nicht und so weiter. Genau, auch von der Lage her in Deutschland, wo das liegt und alles. Aber das hier ist schon, ich sag mal, es geht ja auch darum, dass man die Kosten nicht zu sehr, klar, ich kriege für 2 Millionen, kriege ich wahrscheinlich das super passive Haus, was ich dann nie mehr verkaufen kann. Hat der Gesetzgeber, der hat das schon gemerkt, dass man die Sachen, die denen so vorschweben, am Schluss auch vermarkten muss, ja. Ja, auf jeden Fall. Der Kunde muss es ja bezahlen können letztendlich. Ja. Und hier hat er eben die Möglichkeit, zukunftsfähig zu bauen. Das heißt, er kann sich unabhängig von Energielieferanten machen und hätte dann für sich die Zukunft für die Beheizung und Belüftung und für das Warmwasser gesorgt. Das ist cool. Also, das Ganze wird gefördert. Am 1. März wird man erfahren, wie viel und so weiter. Ist so? Wahrscheinlich, ja. Ja, wahrscheinlich, hat er gesagt. Wahrscheinlich, ich weiß es. Kann das weiß niemand im Moment, oder? Ja, also ja. So direkt nicht. Eine gute, aber wir sind immer up to date, also es gibt schon neue Erkenntnisse, aber muss man halt auch wieder genau lesen, was wirklich, wie die Förderung funktioniert. Das Ganze ist auch wartungsfrei, die Anlage. Das heißt, der Kunde muss hier nur maximal 2-mal im Jahr den Filter wechseln. Ja? Sag mal. Dann zieht er so raus. Ja? Ah, der ist auch schon ein bisschen dreckig. Der Schmutz von der Außenluft. Ja? Ist ja krass, das heißt, darf ich mal sehen, innen? Innen ist sauber. Innen ist sauber und das ist so ein, das ist ja krass, das heißt die Luft, die auch noch reinkommt, hat keine Pollen, korrekt? Kein, genau, das ist Allergiker geeignet, also kann mit Pollenfilter sein, je nachdem wo, in welcher Region Sie Ihr Haus bauen, haben Sie ja unterschiedliche Gerüche außen oder unterschiedliche Rahmenbedingungen, entsprechend verwenden Sie die richtigen Filter, stecken hier rein, das sind der und der, der funktioniert genau. Das war's. Wenn man jetzt unter einem Bauernhof zum Beispiel wohnt, ja, und da kommt die ganze Zeit eigentlich Gestank, ist es, genau, dann auch Kohlefilter dafür zum Beispiel. Gibt es extra Kohlefilter. Ja, das ist also, und ich brauche theoretisch nie mehr lüften. Ich kann, wenn ich will, aber ich muss nicht. Sie müssen nicht. Okay, krass. Also, ja, da wird ja dann der Gestank reinkommen. Ja. So. Das Ganze steuern Sie ja über ein Display. Das zeige ich Ihnen auch gleich nochmal. Jetzt mal ohne Witz, das Ganze funktioniert schon hier technisch, oder ist das, ja, ist das so, unten drunter ist die Gasheizung noch, oder? Ja, die suchen wir noch, die Gasheizung. Ja, aber das ist Stand der Technik heute, das kann man kaufen. Technik, aber ja, diese Anlage ist nicht die neueste Anlage sozusagen. Die Firma, die das produziert, macht das schon über 46 Jahre. Okay, das heißt also, ihr habt die Sachen verbaut, die, ich sag mal, zuverlässig schon standardmäßig eingebaut werden. Und das sieht man sehr schön. Hier ist dieser Raum, das wäre die Einliegerwohnung, von der du sprachst? Könnte man, wenn man das hier abgrenzen würde, würde man einen anderen Eingang gestalten, würde man den Technikraum vielleicht anders platzieren. Dann hätte man die Möglichkeit, ja, auch das WC eben auszubauen für einen Dusch-WC, je nachdem. Da ist das WC. Okay, eine Dusche reinzumachen wäre kein Problem, oder? Ja, in der Größe würde es jetzt nicht mehr gehen, aber dann macht man es halt ein bisschen größer. Entsprechend wird man es ja gestalten. Okay. Alles, was Sie auch sehen, ist alles Standardausstattung. Also das ist unser Qualitätsstandard. Das heißt, der Kunde muss keine Aufbemusterung zahlen, um diese Qualität zu erhalten. Das heißt, ein vorgebautes Waschbecken, keine Rohrung, die man sieht. Ja, ja, das ist genau so. So bauen wir das. Okay. So, das heißt, auch die Vorhänge, die kann ich auf Wunsch kriegen? Das ist jetzt wieder Interieur, eben Ausstattung, Möbelausstattung. Aber alle Häuser sind mit Rollläden oder Rough Stores ausgestattet. Ich stelle mir vor, wenn das jetzt eine Firma, ihr habt da bestimmt auch Firmen, die mit euch zusammenbauen. Zum Beispiel jetzt Architekt möchte gern Objektgewerbe bauen, oder baut ihr sowas nicht? Doch, Objektgewerbe gibt es auch, aber das ist wieder ein anderer Bereich. Anderer Bereich, okay. Ja. Das hier ist ein Wohnhaus, als Wohnhaus. Konzentriert sich mehr auf 1-2 Familienhäuser. Ah, okay. Also ich lerne ja dazu. Streif, ja, ein Riesenunternehmen. Ihr seid die Nummer 1 in Deutschland? Das kann ich nicht beurteilen. Kommt auch an, in was? In den Top 10? Auf jeden Fall, ja. Also, Sven, kann ich hier bleiben? Warum? Es gefällt mir so gut. Es geht noch nach oben. Ja, das ist, ich meine in dem Haus. Ich meine in dem Haus. Genau. Also zentral gesteuert wird die Heizung hier durch so ein Touch-Display, wo man dann die Raumtemperatur, die CO2-Gehalt steuern kann. Auch die Raumfeuchte kann man hier regulieren für alle Räume. Und aber in den einzelnen Räumen kann ich dann Wärme oder Kälte steuern. Stark. Also das heißt, also trockene Luft ist passé, das kann ich einstellen. Genau, es gibt ideale Temperaturen oder beziehungsweise Feuchtigkeit. Wenn du mir irgendwas zeigst, da, es kann wahrscheinlich mehr als nur das anzeigen. Genau, und also das kann man dann auswählen letztendlich. Ich habe leider meine Lesebrille nicht dabei. Ist es nicht so schlimm? Also es geht. Also, es geht. Okay.
Nee, da, ich hätte jetzt vor allem Respekt gehabt, aber keine Lesebrille dabei gilt akzeptiert. Da kann ich nur sagen, aus Erfahrung. Hier habe ich. In meinem jugendlichen Alter ist es halt schon, ist man da schon ein bisschen weiter. Du machst das wie lange schon für Streif? Sieben Jahre. Ist das cool, Streif? Streif ist cool. Also ich war immer begeistert und die, sag mal, die fördern auch hier die Entwicklung oder die Weiterbildung von den Verkäufern. Also man wird auch nicht alleine gelassen, sondern wird unterstützt und ist alles wie ein Team funktioniert. Du kannst ja auch nicht alles wissen immer, oder? Wenn irgendwas Neues eingebaut wird, es gibt jemanden, der dir das erklärt. Oder man kann es ja lesen. Man könnte es erlesen, aber trotzdem braucht man Fachleute, die davon was verstehen. Und jeder hat auch ein bisschen so seinen Schwerpunkt, ja, was er mal früher gemacht hat, was er mit einbringen kann. Und selbst, also die Technik schreitet ja so weit voran, dass es in jedem Bereich ja immer Fachleute geben muss, sonst... Ja. Was ich toll, kann ich alles können, ja. toll finde, ist hier die Glastreppe. Jetzt mal direkt eine Frage, die ist ja bruchsicher. Also das ist, ist ja ist in der Mitte, nehme ich an, so ein... ich gehe mal davon aus, dass sie bruchsicher ist. Ja, du, ist ja klar, weil wenn ich das... Viele Kinder, die hier rumspringen und alles, also... Ist das auch Standard hier, sowas hier, die Treppe und also die... Also eine Glasgeländer ist schon was Besonderes, ja. Muss man wirklich sagen. Was wäre normal dabei? Normal sind Edelstahlgeländer. Also schon schön. Schon also schön. Ist schön, aber ich glaube, zum Reinigen ist auch schon. Nö, das ist. Also es sieht wirklich top aus, aber mit kleinen Kindern müssen sie es gut überlegen. Wow. Außerdem, wer so ein Haus hat, lässt doch reinigen. Ja, ist doch klar. Okay. Also, aber hier, das ist. Ist das Eiche oder was ist das? Genau, das sind Eiche. Massiv. Massive Eichestufen und die Optik haben wir jetzt natürlich in den Laminat mit übernommen. Ist das Vinyl oder? Nee, Laminat. Laminat, okay. Ein Top-Laminat, der ist korkbeschichtet, der ist. Du läufst hier ganz weich, das ist mir aufgefallen. Ja. Oder ist es nur Einbildung? Nee, also es ist sehr angenehm zu gehen und der klackert nicht. Also man hört ja auch kein Klackern oder irgendwas. Ja? Sag mal, ich habe jetzt hier Luft. Ich habe keine Fußbodenheizung in dem Moment, oder? Mhm. Doch. Nein. Die brauche ich auch nicht. Die brauchen Sie ja nicht, weil Sie brauchen ja nur die Raumluft erwärmen. Ihre Hülle ist ja gedämmt. Das heißt, die Hülle bleibt ja warm. Ich brauche immer nur die Raumluft, die ich austausche. Muss ich immer nur wieder über die Wärmerückgewinnung erwärme ich ja die Luft vor. Das heißt, ich habe nur ein geringes Delta, um... Aber das hier ist quasi das, über das alle erzählen. Das Haus braucht quasi... Oder es verliert keine Energie oder ganz wenig nur. Können wir uns darauf einigen? Genau, es verliert nur ganz wenig kontrolliert Energie. Krass. Und also im Vergleich zum normalen Haus? Eigentlich nicht, sondern die wird ja wieder genutzt, die Energie. Okay. Ja. Wie auch immer. Ich verstehe also gar nicht, wieso man überhaupt dann mit Stein noch baut. Ja, weil damals gab es das noch nicht, die Technik. Ja. Es gab noch keine CNC-Maschinen, man konnte nicht so genau fertigen. Die Mittel, es gab auch früher auch Asbest, gab es auch irgendwann mal. Ja, dann wurde das... Ja. Ja, es war halt so. Auch sehr hochwertiges Material, bis man erkannt hat, was es alles noch anrichten kann. So, komm, wir gehen mal hoch, Simone. Ja. Aber die Frage ist berechtigt. Also warum hat man das nicht vor 200 Jahren schon gebaut? Nee, das war nicht, sondern warum machen es immer noch nicht 90%? Ist wahrscheinlich nicht ganz billig, weil es gibt aber eine Förderung jetzt. Und das ist ja, gut, aber also preislich spielt es keine Rolle, ob man jetzt massiv oder jetzt in der Bauweise baut. Der Preis wahrscheinlich ähnlich, aber... Wobei jetzt, wenn man diese Hochenergieeffizienz bei einer Mauerwerk erreichen will, dann muss man wahrscheinlich noch viel mehr investieren als bei einem Fertighaus. Ja, okay. Womit wir schon beim Thema sind, Fertighaus hatte immer, ich bin jetzt 54, da waren die damals ein Fertighaus hatten, die hatten nicht so viel Geld. Das ist heute kein Thema mehr, man kann es gar nicht mehr festmachen. Meine Frage mal wieder, wenn es stürmt, bleibt das Haus stehen? Hat es schon mal gestürmt hier? Nee, ziemlich stark natürlich, ja, aber... haben wir keine Probleme mit Wind. Also das ist Wind, Orkan, das wäre kein Thema. Also das ist, damit hat das nichts zu tun. Da sind ja die deutschen Bauvorschriften entsprechend auch so, dass man das so baut, dass es lange, lange hält. Auch Freunde von mir kaufen ja teilweise Fertighäuser, die schon 30, 40 Jahre alt sind. Bei dir? Ja, also nicht von hier, sondern im Freundeskreis, meine ich. Da gibt es auch welche, die solche alten Häuser kaufen, sanieren, umbauen, je nachdem. Ja, erzähl. Was ich entdeckt habe, meinst du? Erstmal, was ich phänomenal finde, ist ja vielleicht noch gar nicht aufgefallen, das ist dieses Riesenloch, was hier drin ist. Die Türbreite ist so groß. Ah ja, jetzt mal echt. Also wenn das Ding auf ist. Haben wir halt ein bisschen größer gemacht. Ein bisschen größer. Kannst du mal bitte dich mal reinstellen? Ja. Und jetzt mal beide zusammen reinstellen. Mach mal bitte. Das heißt, ihr könnt euch beide zeitgleich in die Tür stellen. Bitte mal in die Tür rein.
Das ist krass. Okay. Das ist also nicht nur höher, sondern auch breiter ist der neue Trend. Okay. Nein, das ist cool. Ich finde das gut. Also vielleicht, ja. Was öffnet den Raum? Unbedingt. Nee, es öffnet den Raum ganz massiv, finde ich, oder? Ja, wir haben uns hier entschieden für Metertüren, einfach weil man dann schrammt man nicht so leicht dran, man hat eben mehr Platz. Das war die Idee dabei. Boah, die Designer. Und hier oben siehst du die Luftausströmung, die hier reinkommt? Genau, das ist die Beheizungssystem. Auch hier ist wieder der Thermostat und die Einzelraumsteuerung. Kühlen geht auch? Kühlen geht natürlich auch im Sommer. Das muss man an Zentralgerätern umstellen. Okay, jetzt habe ich verstanden. Die Designer wollten es aber echt wissen hier. Das heißt, also ihr spielt damit, dass die Leute zu Hause alles wegwerfen. Das heißt, weniger ist manchmal mehr. Die meisten Kinderzimmer sehen ja nicht so aus wie hier, sondern man hat Dinge, die vor allem nicht so aufgeräumt, die barfuß auch sehr wehtun. Ja, das kann ich ja sagen. Aber es ist wirklich ein toller Eindruck. Ihr habt das Muster komplett durchlaufend hier gemacht. Das geht auch bei jedem Haus, oder? Genau, Sie können das individuell bestimmen, wie Ihre Räume gestaltet werden, wie die Bodenbelege sind. Und wir haben uns entschieden, eben das komplett gleich zu machen. Einfach das Konzept weiter zu verfolgen. Was man hier oben jetzt sieht, ist, dass wir hier die Raumhöhe haben wir jetzt bei 2,50 Meter. Das ist unsere Standardraumhöhe. Aber auch das ist vollkommen. Die Arme hoch, bitte. Vollkommen ausreichend. Also, sie hat keine Chance. Sie kommt noch nicht mal annähernd da hoch. Aber das ist. Ich schaff's auch nicht. Aber das macht doch viel aus. Ja. Aber das gilt für jeden Raum, dieses stickige Nachts. Ich habe immer genug Sauerstoff. Ja, der Sauerstoffaustausch ist ja ständig geregelt und ich höre das ja auch nicht, ich fühle das auch nicht. Da gibt es auch keinen Wind oder keinen Sog oder keinen Zug, wie man so schön sagt. Gar nichts. Also ich merke überhaupt nichts, oder? Nee, die Leute, die beschweren sich auch nicht, oder? Nein, es ist einfach nur angenehm warm oder kühl im Sommer, je nachdem. Ich finde auch das Raumkonzept genial. Zwei Kinderzimmer, ein Schrank in der Mitte. Was willst du mehr? Was willst du mehr? Ja. Ist das super? Genau, also ursprünglich waren es nur zwei Kinderzimmer geplant, aber wenn die dann so groß sind, dann wirken die einfach auch nicht mehr so gemütlich. Ne? Und wir wollten halt auch zeigen, dass das nächste Zimmer hat jetzt 14 Quadratmeter als Beispiel und das ist eine übliche Raumgröße für Kinderzimmer oder Jugendzimmer und will man einfach zeigen, wie groß kann sowas sein. Das, klar, man wünscht es immer mal 17, 18, 19, 20, ist klar, ist eine riesen Spielfläche. Aber es muss ja auch alles im Rahmen sein und auch in Gelbbäumen passen. Ja, aber dadurch, dass auch der Schrank hier nicht drin steht, wirkt es auch nochmal. Genau, aber selbst wenn ein Schrank da wäre, ja, ne, hätte man vielleicht ein anderes Fensterkonzept, ja, würde der Raum vollkommen ausreichen. Ja. Und hier, das ist natürlich deswegen abschließbar. Man kann es nur kippen, oder, das Fenster? Das ist, kann man jetzt gar nicht bewegen im Moment. Das haben wir jetzt mal einfach gezeigt, dass man auch in dieser Weise das bauen kann. Ich habe leichte Höhenangst. So. Das entscheidet ja der Kunde dann. Sag mal, hier laufen ja Hunderte von Leuten, wenn nicht Tausende von Leuten im Jahr durch. Und wie sind so die ersten Reaktionen jetzt gewesen? Also sehr begeistert. Also ich sage ja, die kommen teilweise zweimal am Tag, um sich nochmal unbedingt anzuschauen, das Konzept mitzunehmen und stellen halt auch viele Fragen. Wie ist das möglich? Was kann man alles ändern? Oder was kann man es eins zu eins so mitnehmen? Kann ich das Dach begehbar machen? Könnte man, also ja. Dachterrasse würde gehen? Würde gehen. Könnte man ja da drüben mal zeigen, wenn wir in die nächsten Räume gehen. Ach stimmt, da war ja noch was. Da war noch was. Warte mal, ich gehe mal kurz. Was sollen wir denn machen? Das machen wir später. So, das habe ich schon gesehen. Das ist nicht gut, was ich da gesehen habe. Ach so. Denn wenn wir das direkt zeigen, dann kriegen die Leute sofort Schnappatmung. Mhm. Das ist das Elternschlafzimmer? Das wäre jetzt das Elternschlafzimmer. Ja. Gefällt dir? Ja. Ich wollte jetzt tatsächlich genau so ein Bett haben. Ist es nicht so riesig, sagt er. Hast du gehört? Das hat jetzt 50 Quadratmeter. 15 Quadratmeter. Aber dadurch, dass ich den Kleiderschrank wahrscheinlich wieder begehbar habe. Genau, ist dann auf der Seite, kann man dann direkt durch die Ankleide bekämen, man dann ins Bad. Ah, das hast du ja cool kaschiert. Warte mal, ich zeig das mal. Bitte nochmal die Tür zumachen, das ist wieder eine Metertür. Sieht man halt sofort, die, ne? Die war so praktisch verdeckt. Und dahinter sieht ist dann. Gleich, ja. Das ist. Das gefällt dir? Ja. Das ist ja nichts gegen die Tiny Häuser. Ich meine, die Tiny Häuser haben dich ja schon fasziniert. Ja, aber das hier. Das ist was anderes. Also ganz am Anfang war ich ganz überrascht, erzähle ich nur kurz. Ja. Da hing die Lampe so nebendran. Ja. Und ich hatte mich gewundert, wie muss ich die denn, was soll denn das sein? Ja? Was soll denn das überhaupt sein? Dabei ist das so ein Magnet, wo man dann
einstellen kann, wie man das die Winkel haben will. Das ist sehr cool. Ja, das ist also, das hat die Innenarchitekten wirklich ohne Erklärung. Ne? Wir würden dann ohne Schulung. Sag mal, geht hier so ein paar Sachen gehen da kaputt bei so einem Musterhaus schon mal? Also unterjährig? Wir hoffen, dass es wird alles bedient. Die Kunden schauen sich natürlich überall alles genau an. Das würde ich ja auch so machen. Aber man muss schon ein bisschen. Ich sag mal so, die ganzen Beschläge sind ja nicht gebaut für 100.000 Leute im Jahr, sondern es ist ja kein Objekt. Aber ich kenne das aus den Wohnmobilen, da geht schon mal was zu Bruch. Also wenn da einer jetzt unsanft mit umgeht oder so. Und das heißt, hier guckt immer jemand nach und macht das? Ja, wir begleiten ja die Kunden meistens, um ihnen auch das zu erklären, wie alles funktioniert, wie alles sein könnte, um auch zu erfahren, was ihnen wichtig ist, ob wir darauf eingehen können und wie weit wir das für sie gestalten können. Ich weiß schon, der nächste Spielfilm heißt Nachts im Musterhaus. Oder dann durchgehst. Und dann, aber es wirkt überhaupt nicht wie ein Musterhaus. Es wirkt irgendwie wie. Also das wäre hier die Möglichkeit gewesen. Wir haben das jetzt verhindert, dass durch ein Glasgeländer nochmal, dass man hier rausgeht auf die Terrasse. Ach so, damit nicht jeder drauf geht. Genau. Und da und da. Hat man ja dann wieder Geländer gebraucht und einen Plattenbelag und so weiter. Aber das wäre natürlich eine Erweiterung möglich. Aber man sieht, man kann es ja erahnen. Und das, was uns hier ab ist, ist kein Element. Das ist nur draufgelegt. Das ist ein Trittschutz. Das ist einfach nur ein Schutz. Haus ist frisch da. Nicht, dass einer kommt und sagt, das geht ja schon ab. Nee, das liegt nur so auf. Mhm. Das kenne ich nämlich, habe ich auf der Rampe meines SUVs. Ja, und unten drunter ist es nochmal. Okay, so, dann. Cool. Ich bin ziemlich beeindruckt. Aber es kommt noch viel besser, Simone. Schlafen 15,29. Mhm. So, und das ist jetzt im Musterhaus. Gibt es für den Typ eine Bezeichnung? Oder ist das... Ja, das nennt man City. Also das Konzept nennt man City, weil das über zwei Ebenen geht, über Erdgeschoss und über das Obergeschoss. Dass man zwei Vollgeschosse hat, eben nennen wir das eben City. Wird oft mit Walmdach gewählt, aber in dem Fall haben wir uns entschieden, eben mal zu zeigen, wie das mit Flachdach aussehen könnte. Ich drehe mich mal. Flachdach gibt es nicht überall? Oder, ist nicht überall erlaubt. Ist nicht überall erlaubt. Das hängt immer von Bebauungsplan ab, von den Möglichkeiten und natürlich, was den Kunden gefällt. Magst du mal so einen Schrank öffnen? Ja, klar. Dass wir mal sehen, wie hoch der ist. Also da komme ich nicht ohne. Da kommst du nicht ohne Hocker dran, aber da gibt es ja auch Hocker für. Und da hast du denn schon mal die ganzen Einbauten mit drin. Habt ihr einen Möbelpartner, der dankend zur Seite steht? Oder? Nee. Das machen wir nicht so, aber das ist jetzt ein System von ganz großen schwedischen Möbelherstellern. IKEA oder was? Den kenne ich ja. Nee, aber es ist wahrscheinlich IKEA. Aber die bauen ja Pax, heißt das, okay? Ja, das ist Pax, ja. Es ist krass, wie das Zeug wirkt, nur durch die Oberflächen, die da sind. Also die haben es schon drauf zu beeindrucken. Das haben wir im Wohnmobil ganz oft in Tiny-Häusern auch, dass IKEA drin ist. Oft wird die Bettwäsche verwendet von IKEA. Echt? Ja, klar, weil wenn du mal schaust, was Bettwäsche kostet heutzutage, da bist du 150 Euro weg, da hast du noch nicht viel gemacht. Und das ist natürlich eine Dusche, die müsste man so wieder neu erfinden, oder? Wenn es sie noch nicht gäbe. Ja, die gefällt uns auch sehr gut. Ist ja natürlich super. Da kann die Familie auf einmal duschen. Stopp, nicht rumgucken. Ich erlaube es ja noch nicht. Warte, du darfst erstmal. Achtung, die ist angeschlossen. Oh. So. Ich halte erstmal hin. So, noch nicht gucken. Ja, ich gucke nicht. So, und jetzt habe ich es mal gezeigt. Es ist echt schön. Hier, so, jetzt mal das Gesicht. Ja, du darfst mal gucken. Cool. Cool? Ja. Auf jeden Fall. Ich dachte gerade, wo ist die Toilette, aber nicht versteckt. Aber das ist ein richtiges Haus. Also ihr würdet das auch so zu Hause genauso bauen. Das ist jetzt nicht hier für die Ausstellung Pappe oder so dahinter. Nee, das ist so, wie ihr die baut grundsätzlich. So, wie wir die bauen und mit der Ausstattung, wie die Kunden das wählen können. Ein Riesenaufwand, hier so ein Haus hier hinzubauen. Das heißt, ihr habt hier richtig viel Geld in die Hand genommen, habt das Ganze designt, hier hingestellt, damit die Kunden ein Feeling kriegen von einem Haus, was ihr so oder so ähnlich nicht so oft verkaufen werdet, um... Doch schon. Doch. Ist das so, dass die Musterhäuser werden auch verkauft? Die Musterhäuser werden auch so verkauft, aber oft wird es halt individualisiert, weil eben auf dem Grundstück andere Rahmenbedingungen sind oder vor Ort nicht so breit oder länger gebaut werden kann, je nachdem. Also es ist wirklich so... sehr individuell gestaltet. Wenn man jetzt kein Flachdach wählen würde, sondern ein, wie heißt's? Malm. Nach allen Seiten geneigtes Dach wäre ein Malmdach.
Ja. Oder nur zweiseitig geneigt, dann würde man Satteldach nennen. Genau, Satteldach. Das habe ich gerade gesucht. Wie ging das dann auch so ähnlich oder hätte man hätte halt dann die Schrägen noch, oder? Weniger Platz? Nö, beim Cityhaus ist ja so, dass sie zwei volle Geschosse haben, ja. Also ganz normale Raumhöfe. Und da hätten wir Geschossen noch oben ist halt nochmal ein Dach darüber. Okay. Ja, okay. Genau. Also sie würden genauso eine gerade Decke haben. Mhm. Und okay. Genau in der Höhe. Ich darf das hier meiner Frau gar nicht zeigen, Simone. Die, die sagt... Nein, wenn ich jetzt nach Hause komme, muss ich erstmal umbauen. Das ist, wir haben ein wunderschönes Haus, haben gerade Boden neu gemacht und alles. Das geht ja so ins Geld. Ich habe schon die Frage, die habe ich eingestellt, manchmal lohnt sich der Abriss, oder? Ja, das ist halt immer ein Konzept. Wie weit will ich gehen? Was will ich überhaupt, was will ich erreichen? Das muss man ja sehen. Und dann ist eine Abwägung, was kostet was und kann ich das überhaupt erreichen, wenn ich nicht neu baue. Du hast ja vor allem auch irgendwie davon gesprochen, dass ihr das möglich machen wollt. Auch wenn man jetzt vielleicht sagt, eigentlich habe ich das Geld nicht und so weiter. Was wären da so Möglichkeiten? Weil man muss ja schon 10%, 15%, 20% Eigenkapital mitbringen, oder? Das ist richtig, ja. Also klar, den finanziellen Rahmen den stecken auf jeden Fall die Familien selbst. Da können wir auch nichts dran tun. Ja. Aber wir können natürlich in dem Rahmen, was möglich ist für die Familien, können wir dann schauen, was können wir für sie tun, wo legen wir die Schwerpunkte. Okay. Und dann können wir auch Grundrisse optimieren. Ja? Man muss, klar, ich würde auch schön riesige Galerie, riesen Esswohnzimmer haben, aber man kann auch auf andere Weise eben das erreichen. Mhm. Und dann haben wir noch die Möglichkeit aktuell mit einer ganz super tollen Aktion, die nennt sich Winterzauber, läuft leider Ende des Monats aus. Aber da haben wir wirklich Top-Möglichkeiten. Da kriegen Sie bei dem einen Haus sogar die Größe von dem Wohn-Esszimmer-Küche hin mit knapp 55 Quadratmeter. Mhm. Ja. Also wirklich top. Und wo fängt es an bei euch preislich? So was Kleines, so um die 100 Quadratmeter? Nee, für mich passt das nicht. Ja, wo fängt es an? Das kommt natürlich auf den Haustyp drauf an und auf die Ausstattung kommt es drauf an. Und wie weit man bereit wäre, auch selber was zu tun. Also wir bauen die Häuser ja auch immer bezugsfertig, wenn das gewünscht ist. Aber der Kunde kann natürlich entscheiden, er möchte selber die Wände tapezieren, er möchte selber was streichen, die Innentüren einbauen oder ein Laminat legen. Mhm. Also Muskelhypothek kann man schon viel einsetzen, aber man muss es auch immer können. Ne? Also es ist nicht nur ein Wollen, man muss es auch immer können. Mhm. Also da muss man mit den Kunden schon in den Clinch gehen und sagen, ist das was für sie oder nicht? Ja. Das aber muss man auch klären. Also 2 steht schon davor, oder? 200.000 irgendwas aufwärts. Würde ich schon sagen. Würde ich schon sagen. Warte mal, wir gehen mal hier hin. Das ist jetzt so gemein, wenn du jetzt hier jemanden fragst, aus 1000 Häusern, was kostet das billigste Haus? Ja, dann die Antwort, die kannst du gar nicht geben. Ja, das ist so der. Das ist halt so individuell, klar. Ja, genau. Und die Preisentwicklung ist halt auch, wenn man die letzten 7 Jahre, wo ich jetzt dabei bin, sehe, dann da gibt es halt starke Preisentwicklungen, vor allen Dingen in den letzten 3 Jahren. Die betrifft ja jeden Markt letztendlich. Ja. Ja? Also egal. Ja, jetzt gucke ich ja direkt. Ja, cool. Ein cooles Video. Also tolles Haus, danke, dass du die Zeit hattest, denn die haben uns alle hier gewarnt, hat gemeint, die wir jetzt interviewt haben, dreht nicht bei Streif. Nee, war Spaß, haben sie nicht gesagt. Aber Badewanne ist auch immer schön, weil du möchtest ja deine jugendliche Haut. Genau, mach nochmal. Nee, komm, ist gut. So, komm, wir gehen runter. Ja. Wenn ich so was haben will, also gucken kann man hier, oder? Man fährt nach Mannheim. Fährt nach Mannheim, guckt dann zwischen 10 und 17 Uhr, müssten alle Häuser geöffnet sein. Und ansonsten macht man natürlich direkt einen Termin. Ist da jemand hier und immer da? Oder, ja, natürlich. Oder hole ich mir hier so eine Lampe mit mal oder so? Gibt es das schon mal? Oder dass jemand... Nee, also die Häuser sind ganz normal verschlossen. Passiert nichts. Ich komme ja jetzt auch nicht in dein Haus einfach rein. Nein, ich sag nur, Simone, du weißt selber von den Messen, Wohnmobile, was fehlt meistens? Knöpfe, Griffe? Ja, da muss man schon ein bisschen ein Auge drauf haben. Also es gibt natürlich schon, wie will ich sagen, starke Frequenz. Im Mai ist ja der Maimarkt, das ist ein riesiger Regionalmarkt. Habt ihr zu dann, oder? Nee, da haben wir dann auf, natürlich. Wohl ja auch Besucher. Und ja, da. Aber was ist der Maimarkt? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man den noch nie erlebt hat? Das ist ein riesiger... Ist eine Kirmes? Nee, ist keine Kirmes. Da sind drüben sind ja Zelte aufgebaut auf dem Maimarkt. Also eine Leistungsschau oder sowas? So eine Leistungsschau, aber über alles. Also Reisen, Essen, Fahrräder, Whirlpools, Carports.
Das ist immer Ende April, Anfang Mai. Sven, da müssen wir hin, oder? Die laufen ja normal nicht mehr so gut, die Messen. Aber ich glaube, hier in Mannheim, das ist so kultig, da kommen die Leute. Man kann auch trinken und essen auf der Messe, oder? Ja, man wird sehr gut versorgt und gibt regionale Spezialitäten, auch überregionale Spezialitäten. Gehört habe ich das. Häuser zu sehen. Also gehört habe ich das. Das hier ist eine Weinregion, Mannheim? Schon eher Wein oder Bier? Ich glaube eher Weintrinker. Ja. Wo bist du her? Ich komme aus. Bei Heidelberg-Sandhausen. Also hier in der Nähe? Hier in der Nähe. Okay, verstehe. Cool. Ja, bist du hier am Arbeiten öfter mal? Oder ja, ja. Ist es dein Musterhaus quasi? Nein, quasi. Wir teilen uns es. Wir sind Kollegen und jeder ist mal hier. Wir sind hier am Standort vier Leute. Vier Leute. Okay, das heißt, mit etwas Glück erwische ich dich. Ja. Jetzt hast du ja das Video gemacht, deswegen darfst du nochmal bitte deinen Vor- und Zunamen sagen. Achim Machmeier. Also wenn ihr dieses Haus hier gucken wollt, ruft den Achim Machmeier an. Wir schreiben die Daten schreiben wir mit in die ins Video rein. Ihr könnt aber auch zum Kollegen gehen. Aber die sind auch alle ganz nett. Wird dann brummen auf jeden das Fall. Das weiß ich nicht. Aber das Haus hier, man muss auch sagen, nicht jeder Kollege von Streif hat das Glück, quasi ein 2 Monate altes Musterhaus zu besitzen, oder? Ja, das stimmt. Also da sind wir jetzt in der glücklichen Lage. Da haben wir auch lange dafür gekämpft und da auch dafür gearbeitet. Das muss man sich auch erarbeiten letztendlich. Und natürlich den Standort entsprechend entwickeln, kultivieren, damit sowas funktionieren kann. Hast du gemerkt schon, dass das hilft, das Musterhaus, beim Abschließen? Das hilft auf jeden Fall, in die Kommunikation zu kommen. Ja. Ja? Das ist der wichtige Punkt, weil entscheidend ist, dass die Leute etwas sehen wollen, dann kann man kommunizieren. Und es spielt sich sehr viel auf dem Menschlichen ab. Also die Kaufentscheidungen werden eher im Bauch getroffen als rational. Genau, und deswegen drehen wir auch das Video. Gerade eben hast du ja gefragt, wie geht das dir ab? Mir hat kein Mensch was gesagt, dass wir ein Interview machen. A, muss ich sagen, bei dir würde ich einen Gebrauchtwagen und ein Haus kaufen. Ja, das ist so. Da bin ich ja beruhigt. Ist echt nett, ja. Aber es ist doch eine neue Erfahrung. Hier Fertighäuser, dein Fazit, die sind schöner als ihr Ruf, oder? Absolut, absolut. Hättest du gedacht, dass hier ein Fertighaus ist? Ja. Fertighaus, also kein Stein aus Stein. Merkst du da einen Unterschied? Nee. Aber ich bin auch kein Experte. Vielleicht merkt ein Experte einen Unterschied, ich weiß es nicht. Aber du sagst auch, Lebensdauer ist quasi, die ältesten Häuser hier sind Fachwerkhäuser, oder? In Deutschland. So würde ich das auch behaupten, ja. Also wenn man, ich werde ja oft gefragt, wie lange hält so ein Haus, wie lange lebt es? Dann sage ich immer, kennen Sie Fachwerkhäuser? Da sieht man das Holz und was bleibt stehen, wenn ein Haus saniert wird beim Fachwerkhaus, bleibt immer das Holz stehen. Hast du so eine Wand mal da, hier zum Zeigen? Nee. Okay. Die haben alle die Wände da zum Zeigen, aber das ist in der Mitte, ist wahrscheinlich Steinwolle drin. Ist es offen, diffusionsoffen bei euch? Genau, das ist eine diffusionsoffene Konstruktion, sodass eben alles, was in die Wand eindringt, an Feuchtigkeit auch wieder rauskommt. Also Staunässe ist der Vergangenheit, gibt's nicht? Das gibt's nicht, kostet extra. Kostet extra. So, komm, wir gehen runter. Frage noch? Ja, bitte. Aber wie viel letzte? Nein, du kannst ja fragen. ihr habt ja jetzt montags und dienstags zu. Ist es dann für euch so der, oder ist es jetzt nur diese Woche oder schon immer, ne? Montag, dienstags zu. Montag, Dienstag zu, ja. Das ist schon Abarbeiten dann von Kundenaufträgen oder von ja. Gut, der ist auch Samstag, Sonntag hier, oder? Ist hier auch sonntags? Genau, ich war jetzt Samstag und Sonntag hier. Ach, wir haben dir quasi das Wochenende versaut jetzt, oder? Ja, so ungefähr, ne. Also Montag, Dienstag geschlossen, dafür Samstag, Sonntag offen. Das ist natürlich schon, wenn du jetzt, ich weiß, was du denkst, du willst jetzt in den Musterverkauf, Hausverkauf gehen, wechseln. Und dafür Samstag. Nein, ich springe hier jetzt immer Montag, Dienstag rum. Ach, guck mal, wie schön das gemacht ist. Die indirekte Beleuchtung hier bei den Treppen hilft natürlich nicht sofort abzustürzen, wie es da ist. Aber ich bin echt beeindruckt. Also ich bin, Streif muss bei mir im Kopf umgeparkt werden. Denn, also ich hatte gar keine Meinung, aber jetzt muss ich ehrlich sagen, wenn du das hier siehst und du kommst hier rein und du würdest dann deine Freunde irgendwie begrüßen und die dann alle die gleiche Frage stellen, ob die Zusatzzahl denn dabei war beim Lottogewinn. So ist es, aber es sieht viel teurer aus, als es kostet. Das ist das Geile daran. Also es wirkt wie ein 2-Millionen-Haus, ehrlich. Ja, dann müssen wir die Preise erhöhen. Nee, mach das bitte nicht, ja. Aber ich finde es cool. Gut, Preise sind gestiegen. Leute werden mich jetzt hassen dafür, aber man kann, glaube ich, bei Immobilien immer noch nicht so viel falsch machen. Das heißt, also nach dem Hausbau ist wahrscheinlich der Wertgewinn schon eingepreist, genau. Je nachdem, wo es steht. In unsicheren Zeiten in sichere Werte investieren, das ist doch schon immer das Motto gewesen. Ja, also kauft nie wieder Bitcoin, ja, kauft nur noch Häuser. Vielen Dank fürs Einschalten. Warte, ich zeige noch einmal kurz die Küche. Vielleicht, wenn du mal so tust, als würdest du was arbeiten da. Ich arbeite nicht. Nee. So, bitte einmal zu mir schauen. Warte mal, jetzt habe ich es gerade.
Ja, abonniert German Television, also drückt auf die Abo-Taste. Wir haben 9 Millionen Zuschauer und nur 330.000 Abonnenten. Das muss sich 3%. Es muss sich ändern. Bitte guck mal rein, traurig gucken. Bitte abonniert German Television. Tschüss.